Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute. Leute, willkommen heute zu einem Case Opening. In einem Case Opening. Ich glaube, Case Openings, CSGO Case Openings kennt eh jeder, der dieses Video gucken wird. Deswegen starten wir einfach mal. Ich habe jetzt genau Geld für 9 Kisten, glaube ich. Und ja, ich habe schon halt ein halbwegs gutes Inventar. Aber dafür habe ich kein Geld bezahlt. Für die Kisten habe ich jetzt schon Geld bezahlt, beziehungsweise für Schlüssel. Und ja, Leute, ich würde nie für dieses Spiel noch mehr Geld dafür bezahlen. Deswegen hoffe ich mal, dass ich heute was Gutes bekomme. Also mehr würde ich für dieses Spiel nie ausgeben. Als, ja, ich habe jetzt nochmal 20 Euro investiert. Oder 18 Euro werden das. Oder wie viel sind das? Bisschen weniger als 18. Ja, irgendwie so rum, um die 20. Das sind 9 Kisten, glaube ich. Ja. Und sind das 9 Kisten? Ich glaube schon. Ja, irgendwie so. Zumindest, ja. Probieren wir es heute mal, ein paar Kisten zu öffnen. Ich habe schon, ja, bisschen was an Skins, aber ja, wie gesagt, dafür habe ich kein Geld bezahlt. Ich habe mir lediglich die, Wildfire Operation gekauft für 5 Euro. Also halt das Spiel, also zum Spiel noch eine Operation. Habe ich auch schon relativ durchgespielt, also ist schon die goldene, aber sieht nicht so geil aus. Mir fehlen noch ein paar Missionen. Oh mein Gott, das wollte ich gar nicht. So. So rum. Also hier fehlt mir noch die und bei den Gemini oder bei den Koop-Missionen halt noch so paar, also ein Stern bei Nuke und dann habe ich auch alle Sterne, die ich bekommen kann. Und ja, da habe ich ein paar Kisten bekommen und die waren zu dem Zeitpunkt relativ teuer, deswegen habe ich gegambelt und siehe da, habe ich dieses Inventar bekommen. Ist, glaube ich, keine Ahnung, an die 100 Euro wert. Werde ich alles irgendwann mal verkaufen, wenn coole Spiele rauskommen, die ich unbedingt haben will. Also so wichtig sind mir die Skins hier nicht. So, weiter geht's. Wir öffnen heute Kisten und ich würde sagen, wir fangen mit der ersten an. Obwohl, ich kann euch sagen, ich habe schon mal drei Kisten, also drei Kisten habe ich in dem Spiel schon mal geöffnet. Und habe nur Müll bekommen. Also, in der ersten hatte ich, glaube ich, eine Galil Rocket Pop. In, keine Ahnung, Kampfspuren oder Battlescar. Ist doch ist Battlescar Kampfspuren? Keine Ahnung. Zumindest sah sie recht scheiße aus, 4 Cent oder so. Danach habe ich eine Kiste geöffnet. Da war eine CZ Auto Tigris drin. Für, ja, ist zwar ein Purple Skin, aber ja, das war auch relativ schlechte Kondition und deswegen nur 20 Cent so. Und dann habe ich noch eine Kiste geöffnet, da hatte ich eine Swag 7 Kobalt Ore drin und ja, sind auch, glaube ich, bloß so 4, 5 Cent so rum, also paar Cent halt. Nichts Besonderes. Und ja, jetzt öffne ich nochmal 9 Kisten. Ich hoffe, dass ich 9 Kisten damit öffnen kann. Müsste eigentlich klappen. Und ja, wir fangen mit zwei Shadow Cases an, dann zwei Wildfire Cases und den... Re Na gut, eine Revolver Case und den Rest mache ich dann. Also dann noch drei Operation Wildfire Breakout Kisten. Puh, ich bin aufgeregt. Naja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So, kaufe ich gleich zwei. Ich glaube, das muss ich mit dem Handy bestätigen. Kann das sein? Ne, muss ich nicht. Okay, perfekt. Dann öffne ich die mal. Ja, wir können eine USB Kill Confirmed oder eine M41 Golden Coil bekommen. Oder Shadow Daggers. Und hier ist auch die Kobalt Ore, die ich bekommen habe. Aber wir hoffen mal, dass wir was Gutes bekommen. Also, los geht's. Und wir bekommen eine hässliche Autoschrotze. Fängt schon mal schlecht an. Ja, die sieht scheiße aus. Ist die wenigstens irgendwie Factory New oder so? Kampfspuren. Naja. Fängt schon mal schlecht an. Obwohl Chroma 2 Cases könnte ich auch noch öffnen. Da mache ich noch eine Chroma 2 auch auf. So, nochmal ein Shadow Case. Oh komm. Oder hier, die Frontside Misty sieht auch geil aus. Die AK. Aber wir wollen was von den roten Skins. Auf geht's. Leute, das glaubt ihr mir nicht.
Aber ich glaube, die ist richtig battle-scared oder was das ist. Oh nein. Oh Leute, scheiße. Oh, was ist die? Auch Kampfsport. Och nein. Oh, die sieht so scheiße aus. Ich glaube, ich behalte meine Elite-Build, weil die Stat-Track hat. Ach, verdammt. Nein, da bekommen wir die schon und dann in so einer scheiß Kondition. Ach, verdammt. So, dann würde ich sagen, öffnen hier zwei Operation Wildfire Cases. Ich finde, das Bowie Knife Fade sieht so episch aus. Oder die Kumichu Dragon. Das sind so zwei Skins, die ich haben will. Vielleicht auch die Hyper Beasts, aber die sind jetzt nicht so meins. Aber naja, dann würde ich sagen, kaufen wir das mal. Boah. So. Und öffnen die erste Kiste von den Wildfire-Kisten. Ah, Leute, ich bin aufgeregt. Und wir bekommen die Lapis-Gator. Scheiße. Sieht scheiße aus. Ich glaube, das ist auch nicht Factory New. Was ist das? Höchstens minimale Gebrauchsspuren. Aber ich bezweifle es sogar noch. Oh, das ist Factory New? Die andere sah viel heller aus. Naja. Mir gefällt die Nuclear Garden am besten. Also besser als die ich jetzt habe. Oder als die ich jetzt bekommen habe. So rum. Ich weiß nicht, soll ich eine Revolverkiste aufmachen? Hier kann man echt nichts Cooles bekommen. Erhalten Revolver Fade. Spielt eh kein Mensch. Ich spiele Revolver, weil ich den Revolver mag. Obwohl eine Pointissery. Ja, können wir mal probieren. Okay, gut. Eins machen wir auf. Aber jetzt noch mal eine Wildfire Case ran. Öffnen wir die. Wir wollen natürlich ein Knife ziehen. Die AWP sieht aber auch geil aus. Also, na, könnte was werden. Schauen wir mal. Und wir bekommen die. Ich glaube, die fand ich sogar gar nicht so schlecht. Ja, sieht ganz okay aus. Wieder ein Purple Skin, aber. Ja, geht. Einsatz erprobt. Ich würde mich interessieren, was das kostet. Ich schaue dann nochmal. Jetzt spammt mich nicht zu, Leute. Ich nehme gerade auf. So. Dann würde ich sagen, eine Revolverkiste, eine Chroma 2 Kiste und dann Operation Breakout Kisten. Ja, leider kein Bowie Knife. Darauf hätte ich mich gefreut. Vielleicht kriegen wir einen Karambit aus den Chroma 2s raus, aber es bezweifle ich. So. Ich habe noch 11 Euro. 8 Euro. Ja, das könnte. Warte mal, 8,80 € brauche ich dann noch. Ja, das kriege ich. Doch, das kriege ich hin. So, dann öffnen wir die Revolver Case. Hier können wir bloß den, ja, Spezialgegenstand wollen. Denn das andere ist alles nicht so cool. Deswegen, auf geht's, Leute, auf geht's. Und wir bekommen eine Tech 9 Avalanche. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Avalanche, genau. Ich glaube, die kostet sogar 1, 2 Euro. Was ist die? Einsatz erprobt. Naja, ich kann. Man weiß es nicht. Naja, vielleicht gamble ich mit da rein, wenn die was wert ist. Obwohl, welche habe ich denn zurzeit? Ah, die Bamboo in Factory New. Die finde ich ganz nice. Aber hier, ein paar Stellen sind da noch. Aber die ist Factory New. Gut. Dann würde ich sagen, ist jetzt die Chroma 2 Kiste dran. Hier könnten wir das geilste Zeug rausbekommen. Eine M4A4 A1 Hyper Beast. Oder einen seltenen Gegenstand, der wirklich was wert sein kann. Naja, das ist auf alle Fälle schon mal 50 Euro wert. Also mindestens glaube ich 40. Wenn wir hier eins davon bekommen. Also ein Knife halt. Oh, ich bin aufgeregt, Leute. Chroma 2. Kaufen wir es mal. So, Leute. Dann würde ich sagen,
Öffnen wir die. Leute, ich bin hyped. Seid ihr hyped? Huh. Auf geht's. Oh, nur Blueskins, nur Blueskins. Das ist kein gutes Zeichen. Nein, nein. Ach, verdammt. Ja, eine Armor Core. Keine Ahnung, was die wert ist. 2-3 Cent. Ach, verdammt. Ach, Mann. Einsatz erprobt. Ich krieg so schlechte Konditionen. Vor allem, wir ziehen die geile Frontside Misty und dann in Kampfspuren. Das ärgert mich echt. Wäre die Factory New bestimmt 8 Euro? Keine Ahnung. Ich kenne die Preise nicht richtig. So erfahren mich noch auch nicht. Die Chroma 2 Kisten spare ich jetzt, denn die sind jetzt mal im Wert relativ gestiegen und vielleicht steigen sie ja nochmal. Jetzt sind sie wieder 6 Cent gefallen. Vielleicht steigen die mal irgendwann mal noch höher. Deswegen behalte ich Mania. Und ja, vielleicht kann ich sie ja dann schon für 50 Cent oder 1 Euro loswerden. Ich habe halt nichts für die bezahlt, also hey. So, na, Operation Breakout. Viel Geld haben wir noch? 7 Euro, ja. Wir haben genug Geld für genau 3. Hier können wir ein schönes Butterfly Knife rausbekommen. Dann eine Cyrex, eine Azimov, hätte ich nichts dagegen. Dann eine Water Elemental, die ist glaube ich auch Factory New, keine Ahnung, 2,50 wert. Eine 5-7 ist okay, also relativ gute Skins. Deswegen machen wir das mal. Aber naja, Butterfly Knife, kommt drauf an, was das für eins ist. So, Leute, 18 Euro, nein, 20 Euro haben wir jetzt ausgegeben, glaube ich. Oder bisschen weniger als 20. Naja, dann würde ich sagen, öffnen wir die letzten drei Kisten. Auf geht's! Und wir bekommen die 5-7. Ja, bleib stehen. Ja, ich habe meine Monkey Business. Und ich liebe meine Monkey Business. Viele mögen diesen Skin nicht, ich liebe ihn, keine Ahnung wieso. Naja. Gut, dann öffnen wir nochmal eine Operation Breakout Kiste. Komm. Ah, die Asimov. 5 Euro ist die wert. Los geht's. Ja. Alles scheiße. Ein Scheißskin. Und ja, Leute, einen Schlüssel haben wir noch. Dann haben wir 18 Euro oder 19 Euro gewastet. Ich kann mal nachrechnen. 9 mal 18 Euro. Das sind doch 20 Euro, glaube ich sogar. Genau 20 Euro. Naja. Ich würde sagen, wir... Obwohl, nein, es sind nicht 20 Euro. Es sind 19,80 Euro, glaube ich. Na gut. Leute, die letzte Kiste. Ich habe nicht mehr was mit Stat Trick bekommen oder so. Also wirklich schlimm ist das. Ich würde sagen, wir öffnen die letzte Kiste. Und ja, los geht's. Gut, Leute. Das war's mit dem Case Opening. Nur Scheiße gezogen. Leute, ganz ehrlich, ich glaube, die ist sogar Fact, ja, Factory New. Leute, wie gesagt, Case Opening, beziehungsweise ja, Cases zu öffnen, abgenutzt ist sie. Hä, hatte ich nicht mal eine Abis? Keine Ahnung. Ja gut. Ja, ihr seht, Case Openings, nicht das Gelbe vom Ei und ja, man verdient hier fast nichts, man macht nur Minus. Also Leute, nicht zu empfehlen. Ich dachte halt, vielleicht habe ich ja mal Glück. Irgendwann, aber nein. Ich hatte schon mal Glück beim Gamblen, also ja. Habe ich mein Knife gewonnen. Und ja, es war auch ultra hässlich, ein Falcon Knife stained. Vor allem Falcon Knives. Aber naja. Gut Leute, das war's mit dem Case Opening. Wir haben zwei Purple Skin oder zwei pinke Skins. Ein Purple Skin, der ist glaube ich sogar, könnte sogar was wert sein. Obwohl der ist nicht in Stat Trick, dann glaube ich eher nicht.
Okay, obwohl, ja, hier, die Glock haben wir auch noch bekommen. Naja, gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir zuzusehen, wie man 19,80 € wastet und nichts dabei verdient, außer hässliche Skins. Na gut. Leute, auf Wiedersehen. Und ja, nächstes Mal geht's hier weiter. Oder nicht hier. Nächstes Mal kommt wieder, glaube ich, Drakensang. Also, auf Wiedersehen und tschüss.